So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Ich habe Gewürzgurken und vegane Würstchen und daraus machen wir jetzt eine richtig geile Suppe. Oder vielleicht auch was anderes. Nämlich vegane Hotdog-Schnecken. Wir machen jetzt erstmal einen Hefeteig aus Mehl, Röstzwiebeln, Trockenhefe, eine Prise Salz oder doch ein bisschen mehr, eine Prise Zucker und lauwarmem Wasser. Kneten. Und jetzt muss ich den abgedeckt für 1 bis 2 Stunden gehen lassen. Ciao. Wollt nicht sturmfrei. In der Zwischenzeit schneide ich Würstchen und Gürkchen ganz vorsichtig und mit viel Geduld klein. Jetzt wird's wild. Ich mische vegane Mayo mit Tomatenmark und Senf. Noch würzen. Kleiner Spaß. Jetzt muss ich nur noch auf den Teig warten. Das ist er. Schön, dass du wieder da bist. Falls ihr euch jemals gefragt habt, ob ich wirklich dumm bin. Ja. 3-Sekunden-Regel. Teig ausrollen, Soße, Gürkchen und Würstchen draufklatschen. Einrollen, zuschneiden, ab in den Ofen. Geschmackstest. Wie kann etwas gleichzeitig lecker und scheiße schmecken? Obwohl, ist erträglich.